Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Stoneblock 3. So, mein Fehler. So, ich habe jetzt hier mal getrennt. Mir ist nämlich aufgefallen, als ich hier die ganzen Kabel abgebaut habe mit Ultimine, habe ich hier unten drunter auch alle Kabel abgebaut. Na, die waren weg bis... Ja, bis zum ME-System. So, jetzt gucke ich nochmal rein und guck nochmal Gemstone. Keiner drin. Also vielmehr nur der dicke Block. So, und jetzt. Verbinde ich das Ganze nochmal. Konnte das ja auch nicht funktionieren in der letzten Folge. Also, so, jetzt das wieder ran. Machen wir das hier alles dicht. Ohne Kabel kann das nicht funktionieren. Ah, komm, das so. Also da kommt nochmal Cleanstone hin. Ne? So, so, so. Und jetzt sind auch hier die Gemstones wieder drin. Wette ich drauf. Gem. Da. Da sind sie. Alle drei. Ha, wer hätte das gedacht? Ja, mit Kabel geht das besser. So, alles ist angeschlossen. Dann wollte ich heute mal testen, wie es denn aussieht, wenn ich hier so Travel Anchor Bau. Ja, also könnte ja mal so ein paar von denen bauen. Zehn Stück. Sollten reichen. Dann baue ich hier noch den Staff dazu. Wir sind zu viert. Dann mache ich mal vier Stück. Eins für mich. 2, 3, 4. So. Ich habe noch nie mit Travel Anchors gearbeitet. Komm an Loot Crate. Kann ich aufmachen. So, Project Undersit. Packing Drawer. Sie und das. Das kann alles weg. Teile können weg. Brauche ich jetzt nicht. Das nicht. Die Hut. Könnte ich ja mal testen. So, Cobblestone. Die Hut. Kann man die anziehen? Ja, kann man. Gibt das was Besonderes? Nicht wirklich, ne? Okay. Dann kommt sie hier hin. So, dann hätte ich gerne... Mana... Mana, Mana, Mana. Steel. Hier. Mana Steel Ingots. Haben wir da welche? Nee, aber unten. Ich muss meine Rüstung reparieren. Deshalb jetzt das Ding mal testen wollen. Travel Anchor. Und zwar. Wo bastle ich denn hier einen hin? Jetzt nur mal so zum Testen, wie ich das immer so schön sage. Na, mit den pack den mal dahin. So, wenn ich jetzt den Stuff in die Hand nehme. Rebel Anchor, enter the name, home. Okay, der heißt jetzt home. Wenn ich jetzt da drauf klicke. Ja, yeah, perfekt, perfekt. Und dann kommt hier einer hin. Den nenne ich Chicken. Chicken?
Dann kommt einer nach unten. Da muss ich ja sowieso hin. Wegen Mana-Stil. Dann habe ich heute zumindest mal ein bisschen was Produktives geleistet. Das machen die anderen ständig, aber wann die jetzt genau online kommen, kann ich euch auch nicht sagen. Was ist das denn? So, einfach mal ein Lavastrom. So, wie weit gehen denn diese Travel Anchor? Das würde mich mal interessieren. So, hier baue ich den vielleicht dahin. Hier hin. Und den benenne ich nach Botania, ist das? Oh, Botania. Ja. Botania. Key. Dann, wo hat der Mana-Stil drin? Oder irgendwo hatte er doch Mana-Stil. Sagte er nicht, hier unten ist irgendwo. Mushrooms, Mushrooms. Ah, hier bestimmt, ne? Mana-Stil. 10 Stück nur noch. Egal. Hol ich mir raus. So, und dann geht's wieder hoch. Und zwar nach. Kacke, ist zu weit weg, ne? Ach, Mist. Müsste ich hier noch einen dazwischen packen. No travel anchor found. Kann man die Range von denen, von denen vielleicht ein bisschen erhöhen? Guck mal, da unten komme ich ja auch nicht hin. Ah, da hoch. Das geht. Ja. Okay. Halt erst Rüstung ausziehen. Dann Ambros finden. Hier ist auch den. Was denn? Tinker Anvil. Ja. Okay. Okay. Enchantment kostet 2. Habe ich nicht mehr. Da muss ich noch ein paar von diesen Dingern essen. Junge. Ja. Jelly Beans. Das sind doch so, oder? Kann ich auf dem Rückweg machen. Ich gar nicht so viel. Gibt es hier in so ein Ding? Ja, gib es. Okidoki. Ach, ich dachte, mit dem Travel Anchor könnte man. Es muss noch irgendwas anderes geben. Mit dem man weit reisen kann. Touren. Touren. Nicht ganz gereicht. Okay. Hat nicht. Jumbo Dumbo. Sollen wir jetzt von jedem von denen hier irgendwie das denn weg? So zum Beispiel. Okay. Okay, ich hätte gerne. Waypoints. So, was ist das? Nee. Item Controller. Nee, 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 nee. Hier so was Ähnliches wie. Nee, die heißen doch Waypoints.
Level Anger. Was ist das? Portal Charm. Revelers Weste. Ja, ist gut. Engineering Skyblock. Nee. Waypunkt? Ne, habe ich gerade geguckt, ne? Waypoints. Nicht wirklich, ne? Teleport. Teleportion. Was haben wir denn hier? Teleporter. Nee, das ist nur für... Ja, für Items. Teleposer. Poser. Ein richtiger Poser. Das Ding wird vielleicht gehen. Teleportation Core. Okay. Das könnte man ja mal testen. Aber die Dinger brauchen Strom, glaube ich. Teleportation Core. Keine Ahnung, ob das Ding was kann. Shift-Rechtsklick. Ja, wahrscheinlich eher nicht, ne? Warum ist das... Mann. Cheating, no. Wo ist es denn? Ich lass das mal. Oh, du kannst da ran. Ja, dann weiß ich jetzt auch nicht. Irgendwie gibt's doch... Oder gibt's das hier vielleicht nicht? Wo man sich teleportieren kann, wäre schon ganz witzig. Moment mal. Okay, also folgendes. Dann machen wir das Ding auf. Was habe ich gekriegt? Eine Music Disc. Richtig gut. So, ich habe hier oben mal. Ich mache mal die Travel Anchor nochmal ins System. Mal ein bisschen was vorbereitet. So, ich brauche ein Dialing Device. Dazu brauche ich die Machine Frame. Dazu brauche ich Blue Dye. Mache ich mal Deck. Ab ins System. So. Das Ding. Bitte. Mach mal. 6 Stück. So. Dialing Device brauche ich 2. Dann brauche ich die Meta Booster 2. Okay, keine Blöcke. Mein Stack. So. Meta Transmitter. Nee. Ja, klar. Habe ich da? Nee. 1, 2. Meta Receiver. 2. Da fehlt mir jetzt nur noch der Meta Booster. Und dann fehlen mir wieder Machine Frames. Okay, Meta Booster. 2 Stück. So. Die Idee ist folgende. Wenn ich hier irgendwo das Ding hinstelle, ich werde es mal hier so aufbauen. Und zwar brauche ich den Meta Booster, das Dialing Device oder Meta Booster. Eigentlich
Kann ich den da hinstellen und das Styling-Device da vor und unten drunter, was weiß ich, dahin. Und dann der, nicht der Receiver, sondern der Transmitter. So. Der Transmitter. Oh. Okidoki. Dann kann ich da reingucken. Da kann ich reingucken. Okay. Sind keine Enderperlen drin. Naja, die brauchen bestimmt Strom, ne? Okay, Strom. Dafür habe ich hier. Nee. Die Flux Points, ne? Kann ich den hier neben hinstellen, so. So. Im E-System würde ich das mal nehmen. Okay. Jetzt hat das Ding Strom, oder? Ja, hat es. Okay. Ach, Mann. Was mach ich denn da? So. Hat hier oben das Ding auch Strom? Wie kann ich das... Kann ich das denn sehen? So, und ich musste hier irgendwie... Ja, kann ja nicht... teilen. So, Strom ist drin... Da muss der Meta-Booster unten hin. Ich mach's mal umgekehrt. So, dann kommt der Meta-Booster. Styling Device. Wo ist der Meta-Booster da? Ja, er zieht keinen Strom. Okay. So. Kein Strom. Dahin. Einstellen. Und zwar das hier bitte. Okay, jetzt hat er Strom, ne? Der hat Strom und der. Jetzt habe ich da schon wieder so ein Ding hingesetzt. Okay. Aber ich habe ja noch keinen. Ich mache mal den Receiver dahin. Nur zum Testen. So. Du kommst dahin. Dann kommt hier wieder der Booster hin. Booster und da drüber. Styling Device. Und noch so ein Look. So. Okay. Strom drin? Strom drin, okay. Aha. So, wie benenne ich die jetzt um? Den umbenennen? Achso, Name ist ja, Ziel. Ziel. Public. Hat keinen Strom. Warum hat er denn keinen Strom? Stromkabel. Stromkabel. Welche Stromkabel gehen denn hier? Die ganz normalen. Universal Cables. Okay. Basic Universal Cables. Okay. Kann ich das so machen? Da kommt Strom raus. Jetzt hier unten Strom. Jetzt hier Strom drin. Hier ist Strom drin. Das Ding hat keinen Strom. Okay. So. Ja dann. So. Ziel, ne?
Dann muss ich den ja auch noch mit Strom versorgen. Zack, zack, zack. Cables ran. So. Start. Okay. So, Dialing Device, Ziel. Dial. Wenn ich jetzt da reintrete, bin ich hier. Wie cool ist das denn? Interrupt. Ja, perfekt. Muss ich das noch irgendwie schöner darstellen können? Ist hier eine Einserwand? Muss ich ausprobieren. Ich würde das gerne verstecken. Jetzt mal hinten hin. Da so irgendwo. Und dann kommt der Plug hier hin. Zack. Kabel kommt daran. Okay. Hat Strom drin. Strom ist drin. Okay. Das ist verbunden. Also unten rum. Start. Okay. Düst schon wieder jemand rum. Unfassbar. So, Andesit. Dicht machen. Hier mit normalem Stein. So. Da kann noch ein anderes hin. Perfekt. Das würde ich dann abbauen. Und beim nächsten Mal hinten im Nether und so aufbauen. Dann braucht man nämlich immer nur von hier nach da. Kann ich hier Dial Start? Ach so, nee. Ich bräuchte transportieren mich nach hinten. Und dann bräuchte ich das gleiche ja da hinten nochmal, ne? Ja. Okay, das machen wir aber dann beim nächsten Mal. Heute bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Gehabt euch gut und tschüss.